Bogenhausen ist der Stadtbezirk 13 der bayerischen Landeshauptstadt München. Auf dem Gebiet Bogenhausens liegen acht Stadtteile Münchens, die früher eigene Ortschaften waren. Darunter der für den Stadtbezirk namensgebende Ort Bogenhausen. Lage: Der Stadtbezirk Bogenhausen liegt im Nordosten der Stadt auf der rechten Seite der Isar. Seine Grenzen sind im Westen das Westufer der Isar, im Norden und Osten die Stadtgrenze und im Süden die Prinzregentenstraße bis etwas außerhalb des Mittleren Rings. Von dort aus verläuft die Südgrenze westlich des Vogelweideplatzes nach Süden bis zur Bahnstrecke München-Mühldorf, der sie bis zu den Überführungen der A94 und der Riemerstraße folgt. Ab hier verläuft sie entlang des Hüllgrabens und der Salzstraße nach Nordosten bis zur Stadtgrenze. Bogenhausen grenzt an die Münchner Stadtbezirke Trudering-Riem im Südosten, Berg am Leim und Auheithausen im Süden sowie Altstadt Liel und Schwabing-Freimann im Westen jenseits der Isar. Außerdem grenzt der Bezirk an die Gemeinden unter Föhring im Norden und Aschheim im Nordosten. Geschichte: Als erster Teil des heutigen Stadtbezirks wurde 1892 der namensgebende Ort Bogenhausen nach München eingemeindet, 1913 folgte Oberföhring. Gemeinsam bildeten diese Stadtteile den Stadtbezirk 29. Dieser wurde 1930 um vier weitere Orte erweitert: Dagelfing, Denning, Engel, Schalking und Johanneskirchen, die bis dahin gemeinsam die Gemeinde Dagelfing gebildet hatten. 1937 wurden im Rahmen einer Arrondierung die Stadtteile Zamdorf und Steinhausen, die als Bestandteile der Gemeinde Berg am Leim bereits 1913 nach München eingemeindet worden waren, dem Stadtbezirk Bogenhausen zugeordnet. Das westliche Ende Steinhausens südlich des heutigen Vogelweideplatzes, in dem sich das Gaswerk am Kirchstein befand, war sogar Sogar bereits 1894 vorab eingemeindet worden. 1992 wurde aus dem früheren Stadtbezirk 29 der heutige Stadtbezirk 13. Stadtteile Bogenhausen. Der alte Ortskern ist an der Alten Pfarrkirche Sankt Georg Bogenhauser, Kirchplatz 1 und an der Ismaninger und Hompesstraße zu finden. Seit der Spätgründerzeit wurde von der Prinzregentenstraße aus Richtung Sankt Georg mit klarer städtebaulicher Planung ein weitflächiges repräsentatives Villen- und Mietshausviertel errichtet. Das bis heute das Bild von Bogenhausen in der öffentlichen Meinung prägt. Beispiele sind hier die Villa Stuck, das Hildebrandhaus sowie das Fleischer Schlösschen, in dem heute der Bundesfinanzhof seinen Sitz hat. Im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt, konnte das Viertel seinen Charakter weitgehend erhalten. Die Entwicklung in den Außenbereichen mit mehreren erhaltenen Dorfkernen erhielt wichtige Impulse durch in der Nachkriegszeit erbaute Großwohnanlagen. Den Anfang machte 1957 die Parkstadt Bogenhausen als Münchens erste Großwohnanlage mit Hochhausbebauung. In den folgenden 30 Jahren entstanden noch sieben weitere Großwohnanlagen mit etwa 15.000 Wohneinheiten, die sich inzwischen zu Stadtteilen mit eigener Identität entwickelt haben. Oberföhring-Oberföhring wurde am 3. Juli 750 als etwa erstmals erwähnt. Der Ort ist also nach der Familie der Verenger benannt die dort vor dem Brückenbau die Überfahrt über die Isar besorgte. Eben diese Brücke, über die der Salzhandel lief, wurde Streitpunkt zwischen Heinrich den Löwen und dem Bistum Freising und schließlich zerstört. Der Salzhandel musste eine Brücke weiter südlich nutzen, was maßgeblich die Gründung Münchens 1158 befördert haben soll. 1818 wurde Oberföhring eine eigenständige Gemeinde. Die Eingemeindung nach München erfolgte am 1. Juli 1913 auf eigenen Antrag. Der alte Ortskern liegt am Isar-Hochufer um die Kat-Pfarrkirche St. Lorenz, Muspilli-Straße 31. Oberführing gilt als gehobene Wohnlage. Schöne alte Einfamilienhäuser und großzügige Grünflächen prägen das Bild. Im Südosten gibt es einige größere moderne Mietshäuser. Dagelfing Dagelfing wurde erstmals am 10. Dezember 839 als Etagolfingasch genannt. Es war der namensgebende Ort für die 1818 gebildete Gemeinde Dagelfing, die 1930 nach München eingemeindet wurde. Der alte Ortskern ist um die Kat, Kirche St. Philipp und Jakob zu finden. Dieser Stadtteil hat sich seinen ländlichen Charakter weitestgehend erhalten können. Zahlreiche historische Höfe sind noch erhalten. Im Süden ist das Bild geprägt von ein Familien- und Reihenhäusern mit großen Gärten sowie einigen alten Gehöften. Dort liegt auch die Trabrennbahn Dagelfing. Denning-Denning wurde um 1200 als Tenningen oder Danningen erstmals urkundlich erwähnt, was vermutlich auf den Personen nach Tenno zurückgeht. 1930 wurde es nach München eingemeindet, allerdings erst elf Monate nach den anderen Gemeindeteilen der Gemeinde Dagelfing. Das Ortsbild Dennens ist heute geprägt durch Wohngebiete mit Einfamilienhäusern, die von Gärten umgeben sind. Lediglich zwischen Denninger Straße und Wartestraße liegt eine Hochhaussiedlung. Die Hauptachse Dennens ist die Ostpreußenstraße, in der sich über 100 Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen befinden. Engelschalking, Engelschalking wurde 1231-1234 als Engelschalkingen erstmals urkundlich erwähnt. 1930 wurde es als Bestandteil der Gemeinde Dagelfing nach München eingemeindet. Im historischen Ortskern von Engelschalking stehen große Höfe in unregelmäßiger Anordnung um die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche St. Nikolaus dieser Ortskern, der als Gebäudeensemble unter Denkmalschutz steht, hat in etwa die Ausdehnung wie das Dorf im frühen 19. Jahrhundert. Nordwestlich des Ortskerns liegt der 1966 bis 1970 errichtete Fidelio Park mit vier bis 19 geschossigen Wohnblocks. Weiter westlich der 1964 bis 1969 errichtete Cosima Park mit viergeschossigen Wohnblocks und 10 bis 19 geschossigen Hochhäusern, die rundum von Balkonen umgeben sind. Johanneskirchen, die älter die älteste urkundliche Erwähnung Johanneskirchens ist eine Urkunde aus dem Jahre 815, in der die Kirche Sankt Johann Baptist erwähnt wird. 1930 wurde es als Bestandteil der Gemeinde Dagelfing nach München eingemeindet. Der historische Kern von Johanneskirchen ist immer noch dörflich geprägt. Bauernhöfe umgeben die als Kirchenburg errichtete Dorfkirche St. Johann Baptist aus dem 13. Jahrhundert. An diesen Dorfkern schließen sich bereits die landwirtschaftlich genutzten Gebiete des Johanneskirchen Moses an. In diesen Freiflächen liegt die 1984 bis 1986 erbaute die Stadt Johanneskirchen mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, zwischen denen sich ausgedehnte Grünanlagen befinden. Westlich der Bahnstrecke liegen die Neubaugebiete Johanneskirchen Nord und Johanneskirchen West mit ihren Wohnblocks. Zamdorf dorf wurde erstmals 1021 als Zammeindorf erwähnt. 1913 wurde es als Bestandteil der Gemeinde Berg am Leim nach München eingemeindet. 1937 dem Stadtbezirk Bogenhausen zugeordnet. Zwischen dem Denninger Anger und der Bundesautobahn 94 liegen Wohnquartiere mit Einfamilienhäusern. Die 1934 entstandene Kolonialsiedlung und die zwischen 1983 und 1991 errichtete Siedlung Zamila Park. Zwischen A 94 Bahnstrecke Leuchtenberg-Ring-Dagelfing und Hutschiner Straße liegen ein Gewerbegebiet und das Bahnwerk Steinhausen. Die Basis der Münchner S-Bahn. Zamdorf wird über vom auffälligen SV-Hochhaus, das nach einem Bürgerentscheid mit reduzierter Höhe gebaut werden musste. Steinhausen-Steinhausen ist der jüngste Stadtteil des Stadtbezirks Bogenhausen. Erst 1808 erfolgte die Benennung eines Gehöfts am Dorf mit diesem Namen. 1913 wurde Steinhausen als Bestandteil der Gemeinde Berg am Leim nach München eingemeindet. 1937 dem Stadtbezirk Bogenhausen zugeordnet. Steinhausen liegt im Süden der Stadtbezirks Bogenhausen, nördlich der Bahnstrecke Leuchtenberg-Ringberg am Leim. Zwischen der A94 und der Bahntrasse liegt ein großes Industrie- und Gewerbegebiet, unter anderem mit dem Druckzentrum des Süddeutschen Verlags. Um den Vogelweideplatz herum stehen überwiegend größere Wohnblöcke. Nördlich der A94 liegt die Siedlung Steinhausen aus Einfamilienhäusern. Bezirksteile. Für die Verwaltung und für statistische Zwecke ist der Stadtbezirk Bogenhausen in sieben Bezirksteile aufgeteilt, die sich jedoch nur grob an den historischen Stadtteilen orientieren. Oberföhring, Johanneskirchen, Herzogpark, Engelschalking, Dagelfing, Parkstadt, Altbogenhausen. Davon entsprechen nur die Bezirksteile Oberföhring, Johanneskirchen und Dagelfing den jeweiligen Stadtteilen. Der Stadtteil Bogenhausen entspricht etwa dem von den Bezirksteilen 3, 6 und 7 gebildeten Gebiet. Der Bezirksteil Ingelschalking enthält die historischen Stadtteile Engelschalking, Denning, Zamdorf und Steinhausen. Allgemeines. Flächennutzung. Auch wenn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrere große Hochhaussiedlungen im Stadtbezirk Bogenhausen errichtet wurden. Hat er immer noch große Freiflächen? So sind von den 2.370 Hektar Fläche etwa 657 Hektar landwirtschaftlich genutzt, weitere 330 Hektar sind Erholungsflächen. Gebäude und zugehörige Freiflächen belegen 969 Hektar, Verkehrsflächen 334 Hektar, Sozialstruktur im Stadtbezirk Bogenhausen haben Mitglieder aller sozialen Schichten ein Zuhause gefunden. Die Sozialstruktur gilt als ausgewogen. Die soziale Struktur des Bezirks folgt den städtebaulichen Gegebenheiten in den Bezirksteilen. So dominiert in Bogenhausen selbst wie im Herzogpark bis heute die gehobene Mittelschicht. Die Anzahl der Angestellten und Beamten ist viermal so hoch wie die Zahl der Arbeiter. Der Ausländeranteil liegt mit 17,1 Prozent unter dem gesamtstädtischen Niveau. Wirtschaftsarbeitsplätze bietet vor allem der Dienstleistungssektor stark Konzentration. Im Bereich des Arabella Parks. Gesundheitswesen, Banken, Handel und Technologie, Hotellerie. Verarbeitendes Gewerbe, das rund ein Fünftel der Arbeitsplätze stellt, ist vor allem in Steinhausen angesiedelt. Verkehr der Stadtbezirk wird durch drei Hauptverkehrsachsen erschlossen. Im Süden durch die Prinzregentenstraße sowie in deren Verlängerung die Töginger Straße A94. In Nord-Süd-Richtung führt via Richard strauss tunnel Effner-Tunnel und Isarring der mittlere Ring durch den Stadtbezirk. Vom Effnerplatz Richtung Norden und weiter zur Rahneun ergänzt die Effner-Straße die Verkehrsachsen des Stadtbezirkes. Sowohl über die Nebenstraße des Mittleren Ringes als auch die Effner-Straße gehen weitere größere Wohnsammelstraßen ab, die die übrigen Stadtteile im Stadtbezirk erschließen. Der öffentliche Nahverkehr wird vor allem durch die U4 mit den U-Bahnhöfen Prinzregentenplatz Böhmer Waldplatz, Richard Strauß Straße und Arabella Park, die Tramlinien 16 und 18 sowie die S8 mit den Haltepunkten Dagelfing, Engel -Schalking und Johanneskirchen bewältigt. Für eine Verlängerung der U4 zur Flughafen-S-Bahn existieren Planungen wegen eines ungewissen Nutzen-Kostenindikators wird derzeit keine Planfeststellung betrieben. Kulturbürgerpark Oberföhring Oberföhringer Straße 156 mit kleiner Kasperlbühne Prinzregenten Theater Prinzregentenplatz 12 mit Akademie Theater und Theaterakademie Sammlung Götz Oberföhringer Straße 103 Bildung Außenstelle der Münchner Volkshochschule im Arabella Park, Außenstelle der Münchner Stadtbibliothek im Arabella Park, Bayerische Theaterakademie Prinzregenten, Prinzregentenplatz 12, ökologisches Bildungszentrum der Münchner Volkshochschule und des Münchner Umweltzentrums Engelschalkinger Straße 166, Wilhelmhausenstein Gymnasium Elektra Straße 61 Öffentliche Einrichtungen Klinikum Bogenhausen, Cosima Wellenbad, Prinzregentenstadion und Prinzregentenbad, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, Bundesfinanzhof. Bogenhausen ist Standort außergewöhnlich vieler Generalkonsulate. Präsent sind folgende Staaten. Griechenland, Italien, Iran, Österreich, Polen, Russland, Serbien, Slowakei, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Arabische Emirate. Statistik. Politik. Der Bezirksausschuss von Bogenhausen wurde zuletzt am 16. März 2014 gewählt. Die Sitzverteilung lautet wie folgt: CSU 15, SPD 10, Grüne 6, FDP 2 und der CG ÖDP 2. Von den 62.685 stimmberechtigten Einwohnern Bogenhausens haben 28.478 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, womit die Wahlbeteiligung bei 45,4 Prozent lag.